So, dieses Video habe ich jetzt wirklich ewig vor mir hergeschoben, aber heute machen wir ihn, den großen Neujahrsputz. Hey, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu meinem Declutter 2023. Ich wollte das Video eigentlich schon vor 3 Monaten drehen, aber ich habe es wieder vor mir hergeschoben. Ich kann mich einfach schlecht von Düften trennen. Es ist jetzt nicht irgendwie Hoarding-Level schlimm, aber ich tue mich schon schwer. Weil ich habe halt auch immer die Ausrede, dass ich Düfte, die ich jetzt nicht oft trage oder die mir auch vielleicht nicht so gut gefallen, dass ich die noch für Videos verwenden kann in der Zukunft. Und das wäre ja tragisch, wenn ich dann irgendwie einen Duft declutter, den ich dann später in einem Video noch brauche. Aber meistens sind es einfach nur billige Ausreden und heute werde ich versuchen, mich von so vielen Düften wie möglich zu trennen. Und ich habe mir einige Kandidaten hier bereitgelegt, aus den verschiedensten Gründen. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach gleich ein. Falls du zum ersten Mal hier bist, herzlich willkommen. Ich bin die Leni, ich spreche super gerne über Parfum. Und wenn dich das Thema auch interessiert, abonniere unbedingt diesen Kanal. Klick auch gleich die Glocke, dann kriegst du immer Bescheid, wenn ein neues Video, Short oder Livestream kommt. Und folge mir gerne auf Instagram und TikTok. Und der erste, von dem wir uns heute verabschieden, ist der Valentina Pink von Valentino. Den hatte ich mir letztes Jahr, glaube ich, irgendwann gekauft. Und der hat mir auch eine Zeit lang echt gut gefallen. Also insbesondere im Sommer und im Frühling letztes Jahr habe ich den schon getragen. Das ist ein sehr fruchtiger Duft. Der hat eine starke Erdbeere mit drin, zusammen mit Rosennoten. Und ich muss sagen, das ist einfach einer, zu dem ich dann doch irgendwie nicht oft greife. Wenn der nicht direkt in meinem Blickfeld steht, dann komme ich überhaupt nicht auf die Idee, den zu tragen. Das ist keiner, an den ich irgendwie denke. Und ich weiß nicht. Ich habe auch das Gefühl, ich bin aus dieser DNA einfach rausgewachsen. Das ist, finde ich, eine sehr jugendliche DNA. Ich finde, das ist ein super Duft für Teenager oder junge Frauen bis Mitte 20. Da sehe ich den ganz toll. Und das ist kein schlechter Duft. Also ich finde ihn nicht irgendwie unschön. Es ist nur irgendwie nicht mehr die DNA, die ich so trage. Und deswegen muss der jetzt leider gehen. Dann als nächstes haben wir auch einen Duft, von dem ich mich schwer trennen kann, weil mir eigentlich das Design ganz gut gefällt. Und zwar ist es Fleur de Tiare und Ylang von Berdou. Das ist allerdings einer, den trage ich nicht, weil ich habe einen, der super ähnlich ist und diese Ecke einfach schöner. Und zwar ist der sehr ähnlich, Terracotta Le Parfum von Guerlain. Das ist so ein ganz sommerlicher Sonnencreme-Tiare-Duft. Ja, Ylang Ylang und Tiare. Das sind zwei so Blüten, die machen alle Düfte irgendwie urlaubig, sonnencremehaftig, süß, ein bisschen nicht unbedingt tropisch, mehr so Italien am Strand. Und Terracotta Le Parfum ist einfach der, der mir persönlich besser gefällt. Witzigerweise gefällt aber der hier meinem Mann besser als der Terracotta, aber mein Mann entscheidet hier nicht, sondern ich. Und da die sich so ähnlich sind und ich auch nicht will, dass der kaputt geht, werde ich einfach ein besseres Zuhause für den suchen. Und dann der nächste, den habt ihr, glaube ich, noch nie auf meinem Kanal gesehen, ist ein Herrenduft und zwar der Halloween Man Hero. Das ist tatsächlich einer, mit dem kann ich leider nicht so viel anfangen. Und insbesondere hat er einen Bruder, nämlich den Halloween X, den ich schöner finde. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der mal in dem Video landen wird, ist auch relativ gering. Und ich habe keine Verwendung dafür. Aber ich denke, das ist einer, den werde ich wahrscheinlich verschenken. Der ist so synthetisch frisch, würde ich sagen. Also so ein richtiger Freshie, bisschen aromatisch, paar maritime Noten. So die Richtung. Aber ich finde, wie gesagt, den Halloween X schöner und deswegen muss der gehen. Übrigens, einige dieser Düfte werde ich auch in meinen kommenden Livestreams verschenken. In jedem Livestream gibt es immer ein Giveaway. Und der nächste, der wahrscheinlich auch in einem Livestream-Giveaway landen wird, ist der, da habe ich mich jetzt schweren Herzens entschieden, den loszuwerden, ist der Chloé Nomade Naturel. Und das ist einfach einer, mit dem komme ich irgendwie nicht klar. Es ist kein schlechter Duft, im Gegenteil. Ich finde sogar, die Qualität ist für so das Mainstream-Segment wirklich sehr gut. Problem ist nur, dass ich mit dieser DNA überhaupt nicht klarkomme. Dieses Dattel-Ding, das passt da überhaupt nicht rein, finde ich. Der ist so süß, floral. Und ich hatte den ursprünglich gekauft, weil der so gehypt war. Und ich den normalen Nomad von Chloé total gerne mag. Aber der ist halt so frisch und herb. Und der hier ist aber süß und floral und total lieblich irgendwie. Und die Art und Weise, wie die Dattel eben in dem Duft kombiniert ist, das ist einfach wirklich überhaupt nicht mein Geschmack. Also der wird definitiv verschenkt. Und ich glaube, da wird es jemanden geben, der sich da sehr drüber freut, weil es wirklich ein sehr beliebter Duft ist eigentlich. Jetzt kommt wahrscheinlich der teuerste Duft heute in diese Liste, glaube ich. Und zwar ist es einer von Maison Crevelli, und zwar der Citrus Buttikanga.
Das ist auch einer, den ich einfach nicht trage, nicht tragen werde. Und ich weiß schon, wenn ich den jetzt einfach nur bei mir stehen lasse, irgendwann wird er schlecht und das wäre zu schade. Das heißt, für den werde ich auch ein schöneres Zuhause suchen. Das ist ein zitrisch-würziger, frischer Duft, der mir persönlich einfach nicht so gut gefällt. Und deswegen, ja, such mal auch ein neues Zuhause für dich. Und dann das gleiche Problem, was ich auch mit dem Valentina Pink hatte, habe ich auch mit dem. Und zwar heißt er Rendezvous Nocturne von Jardin Bohème. Und das ist auch einfach einer, der ist halt so süß, floral, gourmandig. Das ist einfach nicht so mein Ding. Nee, und ich finde den auch viel zu jung für mich, ehrlich gesagt. Man kann logisch in jedem Alter jeden Duft tragen. Ich sage nur, für mich passt der irgendwie nicht mehr. Ich bin irgendwie an einem anderen Punkt jetzt in meiner Duftreise. Ich finde den jugendlich, ich finde den eher geeignet für ein Mädchen unter 20 vielleicht. Und ich trage ihn einfach nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich noch viel Verwendung für den in irgendeinem Video habe. Der nächste fällt mir schwer, aber ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. Und zwar ist es der Rose Agate von Mathieu Libre von Panouche. Und der hat so ein schönes Packaging. Und allein deshalb tue ich mich wirklich schon schwer, den abzugeben. Aber ich habe damals ein Video gemacht, wo ich die ganze Kollektion von denen reviewed habe. Und der Rose Agate war auch der, der mir wirklich am wenigsten gefallen hat von denen. Ich zeige euch mal den Flakon von Namen. Das ist eine sehr metallische Rose. Und ich weiß, es gibt viele Leute, die auf dieses metallische Rosending total abfahren. Aber ich tue mich eh schon schwer mit Rose. Und ich bin auch kein Fan von Metallnoten. Und im Endeffekt habe ich versucht, ihn zu lieben, aber er hat mich dann nie so wirklich gecatcht. Also ich bin nie so richtig mit ihm warm geworden. Ich habe ein paar Mal getragen, aber er verliert halt einfach gegen Düfte, die ich besser finde. Und ich habe so viel Auswahl und deswegen ist es einfach zu schade. Deswegen kommt er weg und ich glaube, den werde ich auch verschenken. Und den nächsten muss ich zugeben, den fand ich einfach nur schlecht. Also den finde ich so schlecht, dass er nicht mal für ein Giveaway reicht. Und zwar ist es L'Essence von Rituals. So ein kleiner hier. Und das hat mich gewundert, weil die Rituals-Düfte für gewöhnlich mag ich sehr gern. Jetzt, der ist nicht irgendwie Ach du Scheiße. Okay. Fuck. Jetzt ist mir gerade alles hier auf den Tisch. Unterstreicht nur, warum man ihn loswerden sollte. Und der kommt jetzt auch direkt in den Müll. Ah. Okay, ich muss jetzt mal ganz kurz hier Schadensbegrenzung betreiben. Sekunde. Wisst ihr, was der Oberwitz ist? Ich habe mir jetzt Sorgen gemacht, dass es hier irgendwie jetzt stinkt, weil die halbe Flakon hier sich auf meinem Tisch ausgeleert hat. Aber brauche ich nicht zu tun, weil er ist nämlich so schwach, den riecht man kaum. Ich hatte den gerade überall an den Fingern und man riecht ihn wirklich nur so ganz dezent entfernt. Also es ist überhaupt nicht schlimm gerade. Das ist aber auch eigentlich der Grund, warum ich ihn loswerden will, weil er halt nach nichts riecht quasi. Also das ist so ein synthetischer Art Kaschmirholz, Molekülduft, der ist kaum da. Man riecht ihn, selbst wenn man ihn frisch aufgesprüht hat, riecht man ihn kaum. Also ist jetzt echt, also war jetzt Glück im Unglück, dass der so überhaupt keine Charakter hat und deswegen ist es jetzt auch nicht so schlimm, dass der auf meinen Tisch gekippt ist. Aber bestätigt mich in meiner Auswahl von dem. So, jetzt habe ich noch einen Rituals-Duft hier und da bin ich am überlegen. Der heißt Rêve de Anamie. Das ist ein Kirschblütenduft. Bei dem, ich habe jetzt Angst, den abzuziehen, ne? Weil diese kleinen, die gehen super schnell kaputt. Wirklich Angst. Oh, oh, oh. Der ist auch schon krass, die lassen sich aufdrehen. Die sind so gefährlich, diese Flakons. Ich hatte den jetzt auch schon fast aufgedreht. Ah, okay. Also Rêve de Anamie heißt er. Er ist ein Kirschblütenduft. Ich trage ihn nicht so oft, weil er sich auch nicht so gut hält. Und ich habe ja auch den Sakura von Christian Dior, der auch ein Kirschblütenduft ist und irgendwie viel schöner. Der ist allerdings tatsächlich, also der ist tragbar, ja, den kann man ohne weiteres tragen, der ist schön. Ist halt sehr schwach auf der Brust, aber ich glaube, den werde ich mal irgendwie so als irgendwo dazulegen, ja, bei irgendeinem Paket. Aber ich glaube, es gibt jetzt keinen Grund, warum wir weiter vereint bleiben sollten. Und dann habe ich neben Nomad Naturel von Chloé noch einen Mandelduft, mit dem ich nicht so klar gekommen bin. Und zwar ist es der Fleur de Jasmin et Amandier, auch wieder von Berdoux. Ich glaube schon, dass der vielen Leuten gefallen kann, aber mir gefällt die Mandelnote da drin nicht so gut. Und es ist irgendwie so eine Mandel, die sich nicht entscheiden kann. Es ist eine Mandel, die nicht in Richtung Marzipan geht,
aber auch nicht Richtung Bittermandel. Es ist irgendwie so zwischendrin. Und auch, wie sie da mit den floralen Noten kombiniert ist, mit dem Jasmin, gefällt mir einfach nicht so gut und wird dann zum Schluss hin auch ein bisschen synthetisch. Ja, zu dem werde ich wahrscheinlich nicht mehr greifen und deswegen trennen wir uns heute. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich noch irgendwo was habe. Das waren jetzt die, wo ich mir relativ sicher war, dass ich die loswerden will. Ich muss jetzt nur mal ganz kurz in mich gehen. Also ich glaube, dabei lassen wir es heute. Ich bin relativ zufrieden mit mir. Ich hätte noch ein bisschen mehr Cutthroat sein können, aber für den Moment ist es okay. Es ist jetzt nicht nichts, was ich losgeworden bin. Und wir wollen ja in einem halben Jahr wieder in die Klatter machen. Deswegen freue ich mich auf euch im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.